So, hallihallo meine lieben Freunde, schön, dass ihr wieder bei einer neuen Folge von Uncharted 4 dabei seid. Wir sind ja immer noch hier in dieser Villa und versuchen, das Eigentum unserer Mutter wiederzufinden. Hoppala, und fallen direkt hier ins Schlafzimmer, wie das hier aussieht. Oh, viele Gerätschaften. Okay, bin drin. Hier hat jemand Altes gelebt. Also richtig Alte. Oh, hier haben wir viele Medikamente. Codein. Dieserjenige war auch sehr krank und hatte viele Schmerzen anscheinend bei den ganzen Tabletten. Da auch wieder ein Gerät. Ah. Hier ein Brief. Und in der Familie gab es auch mächtig Knatsch. Hallihallo. Das auch so eine Archäologenfamilie war, wie die Drakes. Sauerstoffflaschen, aber richtig viel. Und keine kleinen. Ja. Wenn es soweit ist, dann das gönnt man keinem, ne? Das ist schon bescheiden. Was gefunden? Nö. Keine Aufzeichnungen. Tja, okay. Da ist noch die andere verschlossene Tür. Komm. Ja, stimmt. Die hatten wir ja noch. Passt der Schlüssel da wo? Probieren wir mal. Welch Zufall, der Schlüssel passt. Cool. Wow. Aufzeichnungen zuhauf. Oh, ein Büro. Mal sehen, was wir finden. Bücher. Zeichnungen. Hier irgendwie was Spannendes. Sam. Oh, ich glaube, wir haben's. Hast du da was? Das sind sie. Jahrhundert. Henrys Angriff. Ach, guck mal, ein Avery. Henry Avery. Der Gunsway-Raub. Was hast du da? Das habe ich noch nie gesehen. Ja, ich auch nicht. Aber das? Nein, das ist eindeutig Mams Handschrift. Nehm die Hände hoch. Ups. Langsam. Hey, das ist nicht nötig. Was hält er da? Hey, zielen Sie nur auf mich. Gib mir mein Buch. Okay. Okay. Tut mir leid, Nathan. Aber süß, dass er immer seinen Bruder schützt, ne? Nur auf mich, nicht auf ihn. Und was jetzt? Jetzt. Warten wir auf die Polizei. Hey, das wollen Sie sich doch bestimmt nicht antun. Stopp. Ich meine, das Leben von zwei Kindern zu zerstören, das... Ich will euch wirklich nicht erschießen. Kommen Sie, Lady, es ist doch gar nichts passiert, stimmt's? Wir alle müssen uns den Konsequenzen unserer Taten stellen. Recht hat sie, ne? Müssen Sie ihn wenigstens gehen. Ich brachte ihn her, um Ihnen die Sachen unserer Mutter zu zeigen. Das ist alles, sie hat gar nichts damit zu tun. Was?
Das heißt, das war allein meine Idee. Nein. Die Sachen eurer Mutter? Ja, die Aufzeichnungen sind von unserer Mom. Ihr seid Cassandra Morgens Jungs. Hi. Mein Gott. Ich hätte euch fast erschossen. Ja, könnten sie noch immer. Also, würden sie... Jetzt wissen wir, wer den Sauerstoff braucht. Ja, und dann noch rauchen. Natürlich nicht so gut. Sie kannten Mom? Sie hat für mich gearbeitet. Wie ihr sicher bemerkt habt, bin ich sowas wie eine Sammlerin. Das ist mal eine Untertreibung. Also, hat Mom für Sie übersetzt? Eure Mutter war die brillanteste Historikerin, die ich je getroffen habe. Wir hätten gemeinsam so viel erreichen können. Doch dann ihre Krankheit, die... Tut mir leid. Nein, schon gut. Das ist lange her. Von all ihren Entdeckungen wäre das die absolute Krönung gewesen. Sic Parvis Magna. Großes aus kleinen Ursprüngen. Sir Francis Drakes Wahlspruch. Ja, Latein und historische Figuren. Das waren unsere Themen beim Abendessen. Wir waren eine seltsame Familie. Hat sie euch je von ihrer Theorie über Sir Francis Drake und seine Nachkommen erzählt? Sir Francis Drake hatte keine Nachkommen. Das will die Geschichte uns weismachen. Aber eure Mutter und ich sahen das anders. Die Geheimnisse dieses Piraten zu lüften ist noch ein Abenteuer, dem ich Lebwohl sagen muss. Ich muss wohl vielem Lebwohl sagen. Verzeiht mir. Das Gerede einer alten Frau. Hier. Ihr habt genauso viel Anspruch darauf wie ich. Wer weiß. Vielleicht beendet ihr ja eines Tages, was sie begonnen hat. Also, sind wir aus dem Schneider, ja? Ich regel das mit der Polizei. Ihr habt ja reingefunden. Da findet ihr auch allein wieder raus, hm? Ja. Hier. Danke. Das Chaos tut mir leid. Okay, komm, Nathan. Gehen wir. Alles okay? Heilige Scheiße. Nein. Hey. Sam? Sam? Hier ist die Polizei. Alles okay? Warte, wir müssen doch was tun. Wir müssen dringend hier verschwinden. Wir können sie doch nicht hier lassen. Wir können nichts für sie tun. Okay, wir müssen abhauen. Wenn die Cops uns hier finden, dann... Nathan! Wir müssen weg. Sofort. Oh, Mann. Oh, Scheiße. Fenster, komm! Okay, Sie sehen oben nach. Wirklich ein ungünstiger Zeitpunkt, dass die Dame jetzt stirbt. Ach, war ja klar. Mist! Vorsicht! Nee, jo. Sam! Ich hab dich. Spring einfach!
Sollten wir uns nicht hier oben lieber verstecken? Hier würde uns keiner finden. Hui. Aber wirklich eine wichtige Frau. Wenn die anruft, kommen vielleicht 3-4 Streifenwagen. Das Eingangstor sieht gut aus. Eingangstor. Geht klar. Okay. Na, toll. Dann hoffe ich doch. Ach Quatsch. Hey, überfahren wir noch meinen Bruder. Bin direkt hinter dir. Ja, logisch, hauen wir ab. Na, mach mal. Steig auf, los, komm! Ja, welch ein Glück, dass das Moped direkt anspringt, ne? Ja, anscheinend sind wir entkommen. So, wir sind in Sicherheit. Lass uns mal kurz verschnaufen, ja? Was für eine Nacht, hä? Was für eine Nacht. Diese alte Frau. Hey. Hey, jetzt hör mir mal zu. Das vorhin war nicht unsere Schuld. Ich meine, die Frau, die... Die war... krank. Nein, ist ja okay, sich mies zu fühlen. Aber wir hätten da nichts tun können. Und was machen wir jetzt? Ich kann nicht zurück ins Waisenhaus. Du kannst nicht zurück zu deinem Job. Dann lassen wir es. Klar. Nein, ich mein's ernst. Wir beide hauen so weit von hier ab, wie wir überhaupt nur können. Ja? Und wie lange, bis die Cops uns finden? Oh, ich glaube, die suchen nach Nathan und Samuel Morgan. Ja, das sind wir. Wenn wir das nicht wären? Nathan? Vorhin in dieser Villa wusstest du genauso viel über diesen Kram wie diese arme alte Frau. Hier. Ich wusste schon immer, dass das Schicksal Großes mit uns vorhat. Aber bis heute Nacht wusste ich nicht, was das heißt. Aber das. Moms unvollendete Arbeit. Das ist unsere Chance, ein neues Leben anzufangen. Mit neuen Identitäten. Wovon redest du da? Ich kenne ein paar Leute. Die fälschen astrein Papiere. Und was unsere neuen Namen angeht. Mom glaubt, dass Sir Francis Drake hätte Nachkommen gehabt. Wer will das Gegenteil beweisen? Du meinst das ernst, oder? Nathan, das ist unser Schicksal. Und ich verspreche dir, du und ich zusammen, wir werden es weit bringen. Na, was sagst du? Nathan Drake. So kamen wir also zu dem Nachnamen Drake. Und danach änderte sich alles. Du weißt schon, wir wurden Entdecker. Abenteurer. Hauptsächlich Diebe. Au. Okay, halt mal still. Eine
Weile lang war es so. Wenn wir uns nicht im Knast abgewechselt haben, dann haben wir zusammen drin gesessen. Und nachdem ich ihn verloren hatte, nachdem ich dachte, ich hätte ihn verloren. Du wolltest nicht mehr über ihn reden. Sowas in der Art. Tja, das war's. Jetzt weißt du alles. Bei dir bezweifle ich, dass das alles war. Aber das war schon viel. Und was denkst du jetzt? Ich denke, dass du Glück hattest, dass ich dich gefunden habe. Ja. Ich bin froh, dass du kein Bein verloren hast oder so. Wäre verteufelt schwer geworden, dich hier rauszuschaffen. Wie hast du mich überhaupt gefunden? Ach, weißt du, das war ein Kinderspiel. Einfach immer dem Klang der Schüsse nach. Nein, ich meine, wie bist du hergekommen? Oh, na klar. Sally, kommen. Na, Schätzchen, wie geht's ihm? Ach, weißt du, er ist angeschlagen, aber er lebt, wie zu erwarten. Jetzt brauchen wir nur noch den anderen Drake. Wie meinst du das? Nate, kannst dir erzählen. Hey, Kumpel. Schön, dass du da bist. Wollte ich nicht verpassen. Was ist mit Sam? Rafe hat ihn. Scheiße. Weißt du, wo sie sind? Ja, sie wollen zur Nordseite der Insel. Sieh mal, ob du dort einen Platz zum Landen finden kannst. Sobald wir Sam haben, müssen wir verdammt schnell hier weg. Verstanden. Hey, hey, hey. Und der Schatz? Vergiss ihn. Wir brauchen ihn nicht. Aber Alcazar... Nein, es gibt kein Alcazar. Das war alles Blödsinn. Na, warte, du meinst die Schulden, die... Die Flucht. Ja, Sam hat alles erfunden. So ein Arschloch, was? Pass auf, ich werde dir alles erzählen, wenn wir uns sehen, okay? Ja, ich kann's kaum erwarten. Hör zu, passt da unten auf euch auf. Du kennst uns. Wir tauschen. Danke. Bitte. Nein, ich meine... Danke, dass du mich gerettet hast. Wieder. Diesmal hätte ich's fast nicht gemacht. Okay. Komm. Wir müssen jetzt los. Wir wollen also zur Nordseite der Insel. Ja, New Devon, die Heimat der Gründer von Libertalia. Und dort bringt Rafe deinen Bruder hin. Tja, da hat's uns ja irgendwie noch nicht ganz verziehen, aber irgendwie ist da doch schon das Altvertraute zwischen den beiden. Deswegen machen wir hier erstmal ein Folgenpäuschen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und würde sagen, bis demnächst.